Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, neuer Tag im Finale. Ich laufe wieder durch diese Gasse zu den Fahrrädern, zum Fahrradkeller. Bin noch ziemlich verschlafen, ziemlich müde, habe aber Bock. Gestern war geil. Wir haben gestern so eine Film-Foto-Session gemacht und deshalb nicht so viel mit der GoPro gefilmt, beziehungsweise ich habe die GoPro auf Zeitraffer gehabt, deshalb hat es da viele Videos zu hauen. Ihr seht jetzt aber ein Video vom MAN.DH, da sind wir ein Stück runtergefahren und das seht ihr jetzt gleich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben heute Full Day Shuttle und fahren den ganzen Tag heute mit dem Shuttle hoch. Also heute wird richtig geil, mega viele Videos und Trails für euch. Und ja, bis später. Ciao. Jo Leute, gebt euch die Aussicht, Alter. Schaut's euch an. Wir sind im Finale auf dem legendären MAN.DH. Alter, das ist so krank, ohne Spaß, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr nicht hier seid, wie krank diese Strecke ist. Ist zwar technisch mega anspruchsvoll, aber einfach der Blick ist der absolute Wahnsinn. Wir fahren jetzt weiter noch ein Stück, haben da oben gefilmt, deshalb habt ihr da keine GoPro Action gesehen. Julian, seine Bremse ist leider vorne im Arsch, deshalb schiebt er jetzt runter und ich fahre hier jetzt mal das Stück weiter. Da unten ist der Julian und der Yoshi, die sind heute gestern Abend noch gekommen. Das sind die zwei, die noch gefehlt haben. Und ja, gönnt euch einfach. Der Blick ist der absolute Wahnsinn. Schaut es euch an. Da ist komplett Meer. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ist ziemlich sketchy hier. Ziemlich steinig. Alles. Ich fahre jetzt einfach straight line runter. Ich habe keine Ahnung von den Lines, die es hier so gibt. Ich fahre einfach mal der Nase nach, so was so kommt. Aber ich glaube, das ist ganz gut, was ich hier mache. Das nicht. Ja, wenn man keinen Plan von Lines hat, dann passieren solche Sachen. Oh je. Oben bleiben. Okay, hier ist gut rough. Oben bleiben. Schön oben bleiben. Wow. Oder? Kranker Scheiß, Alter. Das ist so krank, Junge. Sorry, ich komm nicht hin und dir. Achtung, sketchy. Was? Alter, was ist das? Ja, sehr schön. Ja, klar. Rechts oder links? Ist egal. Wenn er das sagt. Achtung! Alter! Alter! Ist das Alter, Dämpfer Deutschland! Yeah!
Tja, wenn die Vorderradbremse nicht mehr funktioniert, muss man halt die hintere benutzen. Ne? Funktioniert schon geil. Haben wir deine Hand so dran? Oh yes. Hey. Wie so ein gutes Cross-Video. Ja. Oh! Alter! Dropping! Woohoo! Jo, wir fahren gerade rüber zum Shuttle. Geht dann, denke ich, auch gleich los. Und dann geht's hoch zum ersten Uplift. Ich hab mega Bock. Bin irgendwie ein bisschen fertig, ich weiß nicht warum. Waren die letzten Tage irgendwie anstrengend und ja, mal schauen, ich denke, es wird auf den Feldern besser. Die Sonne scheint auf jeden Fall, von daher denke ich, wird das kein Problem. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie es heute wird, ich hab Bock. Bis gleich auf dem Trail.
Alles okay bei dir? Ja. Langsam, langsam, oder? Soll ich stehen? Ja, ja. Gut. Oh yes. Woo!
Geht's? Ja. What the fuck? Really good. Ja, servus Leute, ich sitze jetzt gerade am PC, wie ihr seht, zu Hause und schneide das Video für euch und mir ist gerade aufgefallen, dass dieser Tag, dieser Full-Day-Shuttle-Tag einfach viel zu lang ist, um den komplett in ein Video zu packen und ich möchte euch da keine Trails vorenthalten bzw. die Hälfte rausschneiden und so, weil ich denke, es ist einfach mega geil und mir fällt es auch mega schwer, da irgendwelche Stellen rauszuschneiden, weil es einfach überall so geil ist. Und genau, deshalb ist das Video jetzt hier vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es geht dann im nächsten Video, geht's einfach weiter, dann seht ihr den Rest vom Tag. Aber ich wollte mich jetzt einfach noch verabschieden kurz und mich hier von zu Hause melden vom Rechner. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Trails haben euch gefallen. Ich fand sie mega cool, hat so viel Spaß gemacht. Für euch noch als kleine Info, nur dass ihr es wisst, ich will mich da nicht rechtfertigen oder so, aber einfach als Info für euch. Der Julian und der Guide, die vor mir gefahren sind, die sind immer ziemlich schnell weg von mir. Ja, liegt einfach daran, der Julian fährt dieses Jahr EWS. Und der Guide, der uns da geguidet hat im Finale, der fährt EWS Top 40. Also nur, dass ihr mal ein bisschen einen Anhaltspunkt habt, auf welchem Niveau die zwei sich bewegen. Und da komme ich einfach nicht hinterher, habe ich einfach keine Chance. Aber nur, dass ihr halt Bescheid wisst und es ungefähr einschätzen könnt. Genau, aber ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Nicht so viel labern, Video ist schon lang genug. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich beim nächsten Mal wieder, würde ich mich drüber freuen. Und bis dahin macht's gut, haut rein, ciao.